Warum ist am Ende des Geldes eigentlich noch so viel Monat übrig? Und warum wird die Zahl am Kontostand nie größer, außer es steht ein Minus davor? Mit diesen 11 Tipps heute in meinem Video und ein wenig Disziplin wird der Umgang mit den Finanzen gleich viel leichter. Kommen wir gleich zum Punkt und legen direkt los mit den Hard Facts. Punkt Nummer 1, du kümmerst dich nicht um deine Finanzen. Ja, klar, du hast natürlich vor, die Steuererklärung zu machen, bald, wenn du mal Zeit findest. Wer wie viel Geld monatlich mittels Bankeinzug von einem Konto abbucht? Keine Ahnung, wer kontrolliert das schon? Wird schon passen. Ausflüchte und Erklärungen, die wir alle kennen. Fakt ist aber, die Beschäftigung mit deinen Finanzen mag trocken, mal ernüchternd und alles andere als aufregend sein, aber wer sich nicht mit seinem Geld befasst, wird auch nie mehr aus dem machen können, was er hat. Nach dem Motto, beherrsche deine Finanzen, bevor sie dich beherrschen. Punkt Nummer 2, du willst schnell reich werden. Natürlich, wer träumt nicht vom schnellen Geld? Tatsache ist aber, die wenigsten machen's. Und Geld braucht Geduld. Spar- oder Anlageformen bringen kaum schnell verfügbares Geld. Eine konsequente, ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema macht aber langfristig den Unterschied, der sich schlussendlich auszahlt. Du hast Angst vor Geld. Ja, Geld bringt nicht nur finanzielle Unabhängigkeit mit sich, sondern auch Neid von Mitmenschen, vielleicht sogar von Freunden und Familie, falls du schon Erfahrungen damit gemacht hast in der Vergangenheit. Verantwortung im Umgang damit. Und nicht zuletzt vielleicht auch die Angst, es wieder zu verlieren. Punkt Nummer 4. Du hast eine Abneigung gegenüber vermögenden Menschen. Ich weiß, der tut weh. Der Neid ist ein Hund. Nicht nur, dass wir reichen Menschen ihr Geld schnell mal missgönnen, wir neigen noch dazu, unsere eigenen Ambitionen herunterzuspielen oder zu verleugnen. So viel Geld macht doch eh nicht glücklich. Ich wüsste gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen sollte. Oder der hat doch sowieso nur alles geerbt. Wer Ausreden sucht und findet, wird mit dem Thema Geld unterbewusst ständig mit negativen Emotionen gegenüberstehen. Wie wäre es mal mit die reichen Menschen zu fragen, wie sie es denn geschafft haben, reich zu werden und sich Tipps zu holen, um sein eigenes Vermögen aufzubauen. Punkt Nummer 5, du spielst Lotto. Klar, wir wissen doch eigentlich alle, dass das mit dem Lottospiel ein Witz ist. Aber verlockend ist es schon die Hoffnung auf das schnelle finanzielle Glück. Tatsache ist, dass die Chance im Lotto 6 Richtige zu tippen bei 0,0000 irgendwas Prozent liegt. Keine guten Aussichten also. Wesentlich mehr bringt es da, das Geld, das du für Lottoscheine oder Lose ausgibst, kontinuierlich zu sparen. Bei 10 Euro pro Woche, einer Laufzeit von 10 Jahren und 0,8% Zinsen sind das 5.184 Euro. Nicht schlecht und das bloß ohne Lottospielen. Das Thema lässt sich natürlich variieren mit Rauchen, Alkohol, Frustkäufe und so weiter und so fort. Wie du siehst, das System funktioniert immer. Punkt Nummer 6, du sparst nicht. Reich wird man nicht durch das Geld, das man verdient, sondern durch das Geld, das man spart und investiert. Wer sparen kann, also auf neue Technik-Gadget, das 27. Paar Sneakers oder das neue geile Auto oder den nächsten Trend verzichten kann, hat eindeutig die besseren Voraussetzungen, aus seinem Geld auch mal mehr Geld zu machen. Denn die Rechnung ist einfach. Wer kein Geld hat und trotzdem ständig ausgibt, wird natürlich niemals reich werden oder wohlhabend oder vermögend. Punkt Nummer 7. Du setzt Sparen mit weniger Lebensqualität gleich. Tja, Verzicht ist eine unangenehme Sache. Schon beim Gedanken daran, sich einzuschränken, leidet unsere hedonistische Seele. Ja, Sparen geht nicht ohne Einschränkungen. Aber diese müssen weder unbedingt schmerzhaft sein, vielleicht verstecken sich hier irgendwo unnötige Ausgaben, man weiß es nicht, noch sind sie langfristige Konsequenzen. Ganz im Gegenteil, auf Dauer steigt die Lebensqualität, denn ein finanzielles Polster gibt Sicherheit und erlaubt auch mal die ein oder andere kleine oder größere Belohnung. Punkt Nummer 8, du nutzt den Dispo deines Kontos regelmäßig aus. Der Dispo, der beste Freund des Konsumenten. Nur nicht hinschauen und sobald das nächste Gehalt kommt, ist das Minus doch gleich wieder weg. Falsch gedacht, denn Banken kassieren ordentlich Zinsen für den schnellen Spaß am Überziehen. Gegenmaßnahme hier wäre eine kurzfristige Ansparung, um auf dem Konto ein kleines finanzielles Polster aufzuhäufen, das den Kredit, ja der Überziehungsrahmen ist ja auch ein Kredit, zukünftig überflüssig macht. Denn wer nie aus seinem laufenden Schulden, ja ein überzogenes Konto, nochmals sind auch Schulden rauskommt, wird sein Kontostand nie beim Wachsen zusehen können. Punkt Nummer 9, du kaufst reduzierte Sachen, um zu sparen. Dort eine Aktion, hier ein reduziertes Angebot,
Also bitte, wenn Sparen so leicht ist, was haben denn alle? Kein Geld, weil sie es für Dinge ausgegeben hatten, die zwar zu einem vergünstigten Preis gekauft haben, ohne diese Vergünstigung aber wohl eigentlich nie gekauft hätten. Und zack, so schnell wird eine vermeintliche Ersparnis von 15 Euro zu einem Minusbetrag auf deinem Konto. Punkt Nummer 10. Die anderen sind immer reicher als du. Reich ist, wer genug hat, um sein Leben zu finanzieren und sich eventuelle Wünsche zu finanzieren. Wie auch immer die aussehen mögen. Wer sich ständig mit anderen vergleicht, wird sich nie reich und glücklich fühlen, denn es wird immer einen geben, der mehr hat als du. Also vergleich dich nicht mit anderen. Und der letzte Punkt, Punkt Nummer 11. Du verbindest Geld mit Emotionen. Wer hat sich noch nicht ausgemalt, was er mit einem Lottogewinn von 7 Millionen Euro machen würde? Eine Reise, ein Haus, ein Auto, eine Party mit Freunden, die Familie versorgen und so weiter und so weiter. Wie sieht es aber mit den Millionen aus, die man sich über die Jahre durch konsequentes Sparen erarbeitet hat? Würde man die dann auch so schnell und so leicht ausgeben? Ich glaube nicht. Der Grund: gefundenes oder gewonnenes Geld geben wir viel, viel schneller aus. Aber Geld ist Geld, egal wo es herkommt. Bei all dem Geld, dass wir also zukünftig auf dem Konto haben, sollten wir eins nicht vergessen, und zwar der Umgang damit. Na, und bei welchen der Punkte hast du dich selbst erwischt? Wenn du ehrlich zu dir selber bist, du siehst, hier geht es grundsätzlich um Disziplin und einen Fahrplan mit seinen Finanzen, um dich finanziell frei und unabhängig zu machen und vor allem im Alter absichern zu können. Ich weiß, das waren jetzt ein paar harte Worte in diesem Video, aber leider auch die pure Wahrheit, ob sie schmeckt oder nicht. Wo liegen deine Probleme mit den Finanzen? Gerne in die Kommentare reinschreiben. Danke fürs Reinschauen in das kurze Video hier. Freue mich wieder auf nächsten Sonntag, 20 Uhr, mein neues Video auf meinem Kanal ImmoTommy. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, die Glocke zu aktivieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.